Herzlich willkommen zu Let's Play Dominion. Wenn ihr jetzt ein League of Legends Video erwartet habt, tut uns leid. Wir sitzen hier am Tisch zusammen mit Mexican Dake, Jo, jo. Nicola Spallina Jo, jo. und NjapiJCT. Choo-choo. Und ich bin Brini. Das dürfte nicht überraschen, weil ihr seid auf meinem Kanal. Und wir spielen Dominion, ein Kartenspiel, das ziemlich simpel ist. Und ich erkläre es euch einfach mal ganz kurz, so gut es geht. Wir haben hier sechs verschiedene Karten: dreimal Geld in drei Wertigkeiten und drei Punktekarten in drei Wertigkeiten. Kupfer, Silber, Gold, Anwesen, Herzogtümer und Provinzen. Und jeder von uns bekommt jetzt ein Kartenstarterdeck, wie bei einem Sammelkartenspiel. Das besteht für jeden, wie bei Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Besteht aus insgesamt vier Kupfer. Vier Kupfer und drei Anwesen. Das heißt, jeder Spieler hat am Anfang drei Siegespunkte in seinem Deck. So, die bekommen jetzt mal die Spieler zugesteckt und mischen diese Karten. So wie bei Yu-Gi-Oh! So über Yu-Gi-Oh! Yugi! Oh! Oh! Boah, die Ausschläge, Ja. Wahnsinn! Das war aber Nico, ey, das war Nico, ey. Captain Sauerkraut! Echt, Fuck ey. That shit! Oh! Fick die Scheiße! Fick die Scheiße! Krieg ich auch, Nico braucht auch noch, oder? Du hast auch Und, keine. Oh, sorry, doch hat er. Hast nee. Du? Nein. Nur keine Anwesen. Ja, mit dem Shit. Ich zeige mal kurz, wie wir müssen auch auf was wir auf den Tisch schlagen, wegen Mikrofon und so. Ja, Ihr solltet es auf dem Kissen stellen oder so. Eigentlich mal bei dem Spiel am Anfang ganz gleich schon mit, weißt du? Ja, hin schaffen und so, ja, schon klar. Hin und dann wieder zurück. Da Was hast du nicht du nur sagst. Geld auch dann. Abo, Nico. Ja, das jedes Mal. Weißt du, der sitzt hier, macht der das immer? Aus dem Augenwinkel sich eine üble Bitch-Move hier macht. Und die Karten macht er noch mit. Ja, Abo, Abo, hab ich gedacht. Jetzt sollten wir kurz den Jungs erklären, wie es funktioniert. Also, Und den Mädels. Im Spielzug und Mädels, zum Beispiel Lanoa Sakura. Abo! Abo, er macht das. Das war der oberste Extra. Bitch-Move. Ja, Nico wird ganz rot. Außerdem ist es L.A. L.A. ist klar, also, ey. Bevor ihr jetzt denkt, was habt ihr gegen die? Wir haben nichts gegen sie, aber wir haben da so eine interne Geschichte am Laufen hier. So, übrigens, das ist ein Benefizspiel, um Spendengelder zu sammeln. Ja. Für ihr wisst schon. Welches wegen euch Daumen runter und Hate-Kommentar auf meinem Kanal kriegt, dann. Ach, ey, also, niemand pass auf, folgendes. Wenn man am Zug ist, hat man eben, zieht man fünf Karten und kann mit diesen Karten nun einkaufen. Ich habe jetzt hier zwei Kupfer auf der Hand, also Wertigkeit 2, und könnte jetzt davon was einkaufen. Zum Beispiel hier, Kupfer kostet nichts, Silber kostet 3 Geld, Gold kostet 6 Geld, Anwesen kosten 2 Geld, Herzogtümer 5 und Provinzen 6 Geld. Ach. Das heißt 8 Geld. Sorry, ich könnte mir jetzt hier ein Anwesen kaufen, das würde in mein Deck gehen und so weiter und so fort. Wäre ja alles ziemlich langweilig so, es kommen jetzt noch 10 Aktionskarten dazu, weil in jedem Zug kann man nicht nur einmal kaufen, sondern auch einmal eine Aktion machen. Jetzt Wobei die Aktion zuerst kommt und dann das Kaufen. Die Aktionskarten, davon gibt es zigtausende Stück hier und deshalb ziehen es die beiden Herren und die Dame des Hauses insgesamt 10 von diesen Aktionskarten. Ich ziehe 3. Und ich werde dann verkünden, was diese können und sie auf den Tisch legen. Also, jetzt hier jeweils 3 Bin hier. Ich kein Kerkermeister. Dann rast dich aus, ey. Dann spiele ich auch richtig böse. Nein. Wo geht nicht? Kann du ich weißt nicht. Schon, dass ich hier noch sitze. Ja, das ist das Problem, 1, Mann. 3, 4. Okay, dann gibt ihr mir die Karten hier. Kerkermeister. Oh oh. Ich hab keinen. Aber ich hab einen. Nee. Aber okay. Hast du? Nee. Ich werde jetzt die Karten hier gleich raussuchen und dann werde ich auch gleich sagen, was die machen, damit die Leute am anderen Ende des Bildschirms hier wissen, was genau hier abgeht und so. Ich habe Muffins gemacht. Sie haben Muffins gemacht. Also, die erste Karte, die wir haben. Geile Muffins. Ist der Geile Muffin, ey. Geile Muffin, ey. Ist der Burghof, der kostet 2 zum Kaufen. Ey, mein oh, Ding, der schon ey. Wieder, wenn man ausspielt, kriegt man 3. Also, am besten ich halt auf HD und Vollbild, dass ihr Karten erkennen können, ne? Der lässt euch 3 Karten ziehen. Ist das HD? Das wird voll HD. Sieht man dann auch den Burghof? Ja, ich hoffe mal. Wer nicht, erklären das. 3 Karten ziehen und danach muss man eine Karte in der Hand zurück aufs Deck legen. Genau. Dann kommt hier das Armenviertel. Oh, Nico-Style, Nico. Und, wenn man das Armenviertel spielt, da hat man danach nochmal 2 Aktionen. Dann deckt man seine gesamte Hand auf und wenn man keine Aktionskarten mehr hat, darf man noch 2 Karten ziehen. Genau. Cooler Move hier so. Dann kommt der Tricky Dake Trickser-Style hier. Ah, der ist auch gut. Trickser, wenn man ihn ausspielt, kriegt man erstmal, ich kann es auch in die Kamera ein bisschen so zeigen, so, wenn das Licht nicht so schlecht wäre, kriegt erst 2 Geld wert und jeder Mitspieler muss die oberste Karte des Nachziehstabes entsorgen, heißt aus dem Spiel entfernen und dann wählt man eine Karte, die das gleiche kostet wie die entsorgte Karte und muss sie dem Spieler geben. Wenn das passiert, werde ich schon sehen, wie es funktioniert, ne?
kriegen wir schon hin. Armviertel hier. Armenviertel, da öffnet uns ein anderer LPR die Tür. Nicolas Cage, ey. Nicolas Cage ist, ja, ist ein bisschen dunkel, um was hoch hier, weil das Licht ja, hier geht und so. Stimmt. Ich werde vielleicht auch ein bisschen höher wählen gleich und so. Ja. Also gut, dann haben wir noch die Maskerade. Auch wieder Nico. Nico-Style hier wieder. Maskerade macht ja, genau. Für drei Geld. Zwei Karten ziehen und dann muss man seinem linken Spielnachbarn verdeckt eine Karte zuschieben. Der nimmt sie dann dafür auf. Und das macht eben jeder Spieler. Dann kommt hier Verschwörer. Ich schwör. Digga Lauch und so. Trinidad und so, ihr wisst schon. Verschwörer gibt jetzt plus zwei Geld und wenn in diesem Zug von dir drei oder mehr Aktionskarten gespielt wurden, diese eingeschlossen, gibt man nochmal eine Karte und eine Aktion. Schweigt, ihr Knechte. Ich mache es hier so cool, das eingerückt, weil es sind ja nur zwei fünf Karten und so. Ich bin kein Knecht. Ich habe eine Idee, ich mache gleich das Licht hier noch so rum, weißt du? So gleich. Ja, stimmt. Viel besser, aber erstmal mal hier kurz noch die Karten, die rauskommen. Ja. Dann hier der Speer, das ist Springy-Style. Der Mongole, ey, der Mongole. Spiel und dreht um den Boy. Der lässt eine Aktion danach nochmal machen. Und er sagt, deckt die obersten vier Karten auf. Alle Punktekarten darf man auf die Hand nehmen und den Rest in einer beliebigen Reihenfolge wieder aufs Deck zurücklegen. Dann haben wir wieder Nico-Style Kupferschmied. Mhm. Wenn man Kupferschmied ausspielt, haben alle Kupfer in dieser Runde plus 1 Wertigkeit. Also sind dann so viel wert wie Silber. Genau, oder wenn man zwei davon ausspielen kann, irgendwie sind sie drei wert, ne? Dann sind sie so viel wert wie ein Gold. Ah, davor muss man aber vorher. Nein, dann sind die nur drei wert, oder? Dann sind die nicht Gold wert, ist ja sechs wert. Nee, Gold ist drei, oder kostet sechs, ja, ne? So war das, ey, Entschuldigung. Entschuldigung, alle Leute voll verwirren hier so, damit du die so ein Brücke. Armviertel spielst. Hm? So ein Armviertel. Eben, wenn du zwei Dinger nachziehst hier. So, Brücke gibt dir plus einen Einkauf. Also kann man nur eine Karte kaufen, damit kann man zwei kaufen. Plus ein Geld und alle Karten kosten eins weniger bis zu einem Minimum. Jedoch niemals weniger als 0. Logischerweise, man kann kein Geld zurückkriegen, wenn man einkauft hier. Dann kommt Brinny-Style Lakai. Oh. Lakai gibt dir eine Aktion mehr und dann kann man entweder 2 Geld bekommen oder man wirft all seine Handkarten ab und zieht 4 neue Karten nach. Dasselbe gilt für alle Gegner, die mehr als 4 Karten auf der Hand halten. Und jetzt kommt noch, oh. Jetzt kommt der Harem hier. Der Harem zählt sowohl als Geldkarte im Wert 2 als auch Punktekarte im Wert 2 und ich mache hier voll den coolen Flip-Move. Und jetzt mache ich kurz einen Cut und baue noch kurz die Beleuchtung um und dann legen wir los. Geil, ist geil. Ist geil.